Wie geil ist das denn? Guck, oh, das ist so erfinderisch. Okay, irgendwie hier ist super fancy. Ha, wie geil ist das denn bitte? Hallo YouTube, wir sind gerade mitten im Stream und haben uns gerade überlegt, also meine Wenigkeit und meine Wenigkeit, dass wir uns jetzt mal wieder, also letzter Stand war 13.03.2024, mal wieder ein bisschen im Channel für Zeig mir eure Rigs umgucken und schauen mal, was die Leute da für wunderschöne Banger gepostet haben. Also lasst uns mal rein. Luke, was hat Luke denn gepostet? Lukas ist das. Lukas schreibt seinen Namen immer mit einem Ad. Fancy, 39 Jahre alt. Ich fahre seit über 2 Jahren schon Simracing und das Hobby hat mich so gefasst, das hätte ich nicht gedacht. So sieht dein Rig auch aus. So sieht das Rig auch aus, dass sich das gefasst hat. Holy moly. Alright. Ist auf jeden Fall ein BMW-Fahrer. Eieiei, hier sogar Race Logic dran. Wind auch wird simuliert. Häusingwelt, das sieht nach Ultimates aus. Ja. Das Lenkrad ist ein Asher. Ja, das ist ein Asher-Wheel. Richtig schöne Buttonbox. Aber er ist Häusingwelt treu geblieben. Oh, er fährt sogar mit Gürtel. Alright. Oder mit Gurten. Ah ja, guck mal. Da sind die Simmagic Rumble-Motoren dran. Sogar 3 Stück. Hey, der Witzka. Lukas hat auf jeden Fall ein bisschen was ausgegeben. Oh, hier noch ein Display dazwischen. Eieiei, da hat aber jemand sehr gut in den letzten 2 Jahren investiert an Taschengeld. Und er fährt mit Boxen, okay. Pedale werden verschoben. Also hier ist noch eine Schiene drunter. Also hier wurde richtig investiert. Boah. Da hat sich einer was gegönnt. Aber sehr schön und sehr aufgeräumt hier auch alles. Ui. Nicht schlecht. Da hat sich jemand wirklich so ein kleines, schönes Reich geschaffen. Das sieht echt schick aus, Lukas. Tolles Zimmer. Was haben wir denn hier? Bomedia. Ah, guck mal. Hier haben wir das so, dass Leute sich ein Untergestell gebaut haben für den... Nee. Hier haben sich Leute ein Untergestell gebaut. Das ist auch geil eigentlich. Schön mit einem Monitorstand. Den kann man dann quasi nach vorne schieben. Geil. Und dann kann man das hier hin machen wahrscheinlich, ne? Ja, guck, dann wird das da hingeschoben und dann hat man keine Platzschwierigkeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob hier Rollen drunter sind oder ob das auf dem Parkett quasi mit solchen Filzböden sind, aber geil. Das ist auch echt eine schöne Umsetzung für, ja, ich möchte Platz sparen, aber ich möchte doch irgendwie einen Rig haben. Geil. Sehr geil. Was haben wir denn hier? Capo, Mutedes Rig, Azitec, Triple Screen, Stream Deck XL. Das hatten wir doch aber schon. Von Capo. Die Dame mit der Tastatur. Das haben wir. Haben wir das nicht letztes Mal schon gehabt, das Rick? Ja, ne? Hat Capo das nochmal gepostet? Ich glaube, Capo hat das nochmal gepostet. Oder er hat wieder ein bisschen umgebaut. Aber auch Kabelmanagement hier ist on point. Bei Capo. Schön. Aber das haben wir trotzdem schon, glaube ich, gesehen. Nick. Was hat Nick-Nack denn verbaut? Nick-Nack fährt Playseat fährt er, ne? Ja. Fanatec DD. Ich weiß gar nicht, welche das ist. Sieht aus wie die eine der neueren, ja. Da ist auf jeden Fall, also ich glaube, es gibt einen Hund in diesem. Ah, das ist ja auch schön gemacht. Guck, wenig Platz. Also es nimmt nicht so viel Platz ein. Monitor ist an der Wand. Ist auch nicht schlecht. Geil. Für den Coolness-Faktor liegt ja noch eine Sonnenbrille, aber es ist eine normale Brille. Ich stelle mir einfach vor, dass es jetzt gerade eine Sonnenbrille ist für den Coolness-Faktor beim Fahren. Im Führerschein steht bestimmt bei Nick-Nack, hallo, Sie müssen eine Brille tragen, wenn Sie Auto fahren. Die Lampe ist übrigens sehr stylisch. Irgendwie hat was InDesign-technisch
so abläuft bei einigen, da muss ich mich immer ein bisschen schämen. Ich glaube, ich muss meine Bude bald mal aufräumen. Ich muss mir, glaube ich, irgendwann mal wirklich eine Tine Wittler besorgen, um meine restliche Bude aufzuräumen. White Hunter. White Hunter fährt auch mit dem Playseat, so wie es aussieht. Next Level Racing Stand, okay. Moser-Pedale, Thrustmaster. Das ist auch cool. Schön neben der Heizung, damit das auch sehr warm wird. Auch fährt eine Moser R5, ne? Ja, R5. Und dann den Umbau quasi. Das wird dann demnächst wohl passieren. Schön. Fox, was haben wir denn bei Fox? Oh, Fox hat alles gegeben. Das finde ich immer super, super interessant. Menschen, die so mit Schwarzlicht rangehen. Also hier wurde auf Immersion sehr viel Wert gelegt. Krass, das sieht echt schön aus. Die ganzen Streifen da dran, auch hier an den, nicht Profilen, aber was auch immer das ist. Ist das ein Holzrig? Sieht so ein bisschen danach aus, ne? Steht da irgendwas? Nee, steht nichts. Aber ich finde diese, ich muss mir überlegen, ob ich das auch irgendwann mal mache. Wobei bei mir das nichts bringt wegen den ganzen Lampen. Aber ich finde es schön, diese mit den Streifen, mit dem Schwarzlicht. Oh, das ist ja sogar noch eine alte CSL. Nee, nicht CSL. Doch, war das nicht eine CSL? Ah ja, hier steht sogar DIY Holzrig. Alles klar, DIY Buttonbox. Alright, alright, alright. Cool. Das Lenkrad wurde auch ein bisschen modifiziert. Ein bisschen abgeklebt. Nice. Das ist auch schön. Was haben wir denn hier? Oli Zink. Ich habe mir und meinen Jungs 8 und 10 jetzt auch nach langem hin und her ein nettes Rig in den Keller gezimmert. Mir und meinen Jungs vor allen Dingen. Das ist ja auch geil. Schön mit als Papi kann man die Söhne als Ausrede nehmen. Also kann man die Söhne als Ausrede nehmen. Ich habe auch mal was Nettes in den Keller gezimmert. Okay, Oli. Olli. Ich denke, nee, ist es Oli? Ist ja ein Oli, ne? Okay. Ich wäre auch gern dein Sohn. Kannst du mich adoptieren? Sportlich aktiv. Ich möchte adoptiert werden. Hier hing mal ein Fernseher oder sowas. Warte, wann? Nee, das ist für Lenkräder. Ui, das ist für Lenkräder, ja. Falls mal welche dazukommen. Schön. Nürburgring, Nürburgring Nordschleife, Hockenheimring. Braut German Race Driver, könnte man sagen. Ich habe für meine Kinder auch mal was hingeknallt. Da ist ja wirklich alles dran. Ne? Also da wäre ich auch gerne Kind. Ich denke, deine Kinder werden dieses Hobby weiterfrönen. Das ist ein sehr schönes Rig. Oh, das Gehäuse ist auch sehr, sehr hübsch. Ich habe schon wieder Ideen für das hier. Das ist sehr cool. Könnte man mit einem 3D-Drucker machen. Wird Zeit, bald wieder mal umzubauen. Das sieht wirklich gut aus. Schön noch mit der Soundbar. Hotkickers unten runter versteckt. Na gut, wird wahrscheinlich, wenn es im Keller ist, wird das mit der Vibration nicht so eine Rolle spielen. Oli, sehr, sehr schön. Oh, hier ist Nicknack nochmal. Mit einem Video zu seinem Rig. Hey, super simpel gehalten und schön, ne? Weiß ich, wie es ist. Nichts Dickes irgendwie aufgefahren. Geil. Prima. Sieht wirklich gut aus. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Le Maria, guten Abend. Von einem T300 und Lenkradständer im Januar, Moser Triple Screen, F1000. Hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Okay. Das ist tatsächlich... Oh mein Gott, das würde ich nie im Leben machen. Das würde ich nie im Leben, würde ich das machen. Nee. Nee, da hätte ich viel zu viel Angst, das Glas zu zertreten.
Aber so hat man halt auch gleich noch ein bisschen Licht im Fußraum. Aber da hätte ich ein bisschen Angst vor, da reinzutreten. Ah, hier, Uli hat nochmal von der Pedale Bilder geschickt. Flashflow. Flashflow scheint Content Creator zu sein. Oh, hier hängt eine relativ große Kamera. Wo ist aber auch mit Wind hier drinne. Richtig schöner Shifter. Ui. Hier ist, glaube ich, Tablet-Halterung, ne? Auch ein sehr schönes Rig. Das sieht sehr, sehr schön aus. Oh, das würde ich auch gerne irgendwann mal. Ach man, das ist alles hier so. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch manchmal nicht. Irgendwie haben Zuschauer das oder Einsendenden haben das immer besser, kriegen das immer besser hin irgendwie. Man ist immer neidisch, wenn man das sieht. Und eigentlich müsste man nur mal ein bisschen 3D drucken. Geil, mit dem Regal hier oben drüber, sodass das Licht reinkommt. Also hier dann mit dem Philips Hue Light. Schon geil. Das sieht wirklich geil aus. Das ist schön. Ist auch wieder im Keller, ne? Wir haben sehr viele Kellerfahrer quasi. Das sieht sehr, sehr schön aus. Ganz, ganz toll gearbeitet hier. Kabel könnte man ein bisschen aufräumen, aber ey. Was haben wir denn hier? DC-Pedale, SSH, Shifter, Moser, Handbrake, Philips Hue, Bus Shaker, Windsimulator, Eigenbau. Geil. Pad Drop. Track Racer, VRS, okay, Kip Controls, Dachspoiler. Dachspoiler? Als Katzenplatz. Dachspoiler? Wie? Okay, müssen wir mal gucken. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, dann denke ich mir, wow, was für eine schöne Ecke. Das sieht alles schön einheitlich aus hier. Schön noch so ein Holzwandtrenner. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch eine Frau im Haus ist so, aber ich glaube, da könnte, da würde ich, also ich wäre dabei schwach, wenn ich das sehe. Ui, das sieht richtig schick aus. Ganz tolle Arbeit, Pat. Guck mal hier an der Seite mit den ganzen Ablagen, da wird wahrscheinlich noch was drin liegen. Hier ist noch ein Regal drin. Oh, das ist richtig schön. Ach hier, das ist der Dachspoiler. Oh, für die Katze. Oh, wie cool. Ach, guck mal, hier sogar die Tastatur noch unten drunter. Auch nicht schlecht, geil. Hier noch eine Halterung für die Dings. Geil, schön. Oh, der ist ja richtig schick hier. Das wollte ich auch irgendwann nochmal machen. Ich muss nochmal. Ach, guck mal, hier sogar mit. Das ist 3D gedruckt. Da kann man hier noch irgendwas an der Seite ran machen. Geil, schön. Richtig schick. Oh, Petrop, also ich ziehe meinen Hut A vor deinem InDesign. Oh, hier wurde irgendwas modifiziert. Warte mal, da ist ein Moser Quick Release dran an der VHS Wheelbase. Okay, da hat jemand ein bisschen modifiziert und adaptiert. Geil. Sehr, 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 sehr schön. Oh, da hat jemand sein Wheel beklebt. Meins ist nicht beklebt. Hier ist der Computer drin. Oh, schön. Das ist wirklich richtig tolle Arbeit. Oh, Cutie. Oh, was für ein schönes Katzentier. Also Petrop? Sehr, 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 sehr schönes Rig. Sascha, was hat er... Der sich eine komplette Zelle da rumgebaut? Guck mal, das hat er komplett abgeschlossen, dass es dunkel ist. Hm. Das sieht halt einfach für YouTube-Videos nicht gut aus, ne? Aber das finde ich schon geil. So das ganze Ding einfach dicht gemacht und zugemacht. Schön. Schön, Sascha. Marcel. Was hat der Marcel gemacht? Okay. Marcel, auch so eine aufgeräumte Bude?
Ich habe so das Gefühl, mein InDesign muss ich, das wird ein Hörbuch, was ich hören muss. Ah, das Next Level Racing Rig, schön. Das sieht auch echt gut aus. Schön simpel, also nicht irgendwie super fancy. Das ist geil, das gefällt mir. Passt auch gut in so das Zimmer rein. Das ist ein schönes Rig, Marcel. Salzberger, was haben wir denn hier? Okay, irgendwie hier ist super fancy. Aha. Da mag jemand Spielkram. Okay. Das ist ja auch interessant. Schön mit dem ganzen Licht drin. Das ist wahrscheinlich auch alles steuerbar und super fancy. Geil. Das ist auch schön. Also würde ich jetzt auch nicht, absolut nicht nee sagen. Wie viel haben wir denn noch? Sehr viele. Wir müssen nämlich die Episoden zwischendurch mal teilen. Lind Beagle. Lind Beagle, sein Anfang war ja... Wie geil ist das denn? Guck, oh, das ist so erfinderisch. Ha, wie geil ist das denn bitte? Das ist ja richtig fancy. Guck mal, hier unten noch die Leiste drauf gemacht, dass das nicht wegrutscht. So. Das ist richtig cool. Und jetzt sind wir mittlerweile an einem Rig unterwegs. Okay. Jetzt sind wir mittlerweile auf Triple Screen unterwegs. Jetzt sind wir auf Triple Screen und fancy Licht unterwegs. Und er hat auch das Licht verbaut. Oh, das Panel ist halt richtig geil. Oh, und das ganze Licht wird hier imitiert, ne? Ja. Geil. Richtig schön. Richtig schön. Das ist richtig schön. Aber das reicht erstmal für diese Episode. Wir sehen uns, denke ich, in der nächsten Episode. Ihr könnt jetzt quasi euch, Chat, ihr könnt euch selber grüßen. Also ihr könnt in die Zukunft grüßen und in den Kommentaren könnt ihr euer Vergangenheits-Ich grüßen. Ihr könnt quasi in der Zeit reisen jetzt gerade, wenn ihr das wollt. Aber wir haben hier gar keinen Chat an. Jetzt könnt ihr weitermachen. Jetzt könnt ihr weitermachen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, schreibt einen Kommentar und holt euch Impressionen zu den Rigs. Und ich würde mich freuen, wenn du auch deinen Rig bei uns ins Discord postest in Zeig mir eure Rigs. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Freunde der Sonne.